Märchen und Meditationen, abschalten und genießen mit Pflanzendüften. Von aromainfo.at mit Ingrid Kahner. Willkommen zu dieser weiteren Reise in die zauberhafte Welt der Düfte. Heute werden wir uns mit Weißtannenduft erfrischen und uns in Geduld und Gelassenheit üben. Zuerst gibt es ein Märchen und anschließend eine Meditation. Das erfrischende, ätherische Weißtannenöl entführt uns im Winter in behagliche Familienabende vor dem Adventskranz oder Christbaum und im Sommer zu sonnigen Waldspaziergängen. Die Weißtanne als Symbol von Stärke und Hoffnung verehrt, verdankt ihren Namen der weißgrauen Rinde und den zarten Wachsstreifen auf der Unterseite der Nadeln. Das ätherische Öl hat eine hustenreizstillende und raumluftreinigende Wirkung auf körperlicher Ebene. Auf seelischer Ebene fördert es Geduld und Gelassenheit. Hauptbestandteile sind Alpha-Pinen, Kampfen und Limonen. Beachte jedoch, dass die Haltbarkeit des Öls auf etwa 1,5 bis 2 Jahre begrenzt ist. Ein Tannenmärchen. In einem verzauberten Wald, wo das Sonnenlicht durch die zarten Blätter der Bäume spielte, thronte vor 1000 Jahren eine stolze Weißtanne namens Abien. Ihre Äste, elegant und majestätisch, neigten sich unter der Last von Schnee und Eis. Abien sehnte sich nach einem Duft, der nicht nur die Sinne, sondern auch die Herzen der Menschen erobern sollte. Entschlossen begann Abien eine Reise der Geduld, öffnete ihre Zweige den wärmenden Sonnenstrahlen, ließ den sanften Regen über ihre Nadeln gleiten und lauschte dem melodischen Rauschen des Windes. Jahrhunderte der Geduld vergingen, während Abien darauf wartete, dass die Natur ihr das kostbare Geschenk eines einzigartigen Dufts offenbarte. Eines verschneiten Tages, als der Wald in friedlicher Stille ruhte, erschien eine elegante Fee namens Silvestra. Ihr Gewand schimmerte wie frisch gefallener Schnee und ihre Anmut verlieh der Luft einen Hauch von Magie. Silvestra erkannte Abiens Sehnsucht und bot ihre Hilfe an. Sie öffnete mit bezaubernder Eleganz seine Tasche, in der sich eine dunkelgrün glänzende Flasche befand. In diese hatte sie letzten Sommer im Süden des Landes die Essenz von Zitrusschalen, Orangenschalen und aus Strandkiefern, die sich gemeinsam mit Palmen in der Sonne wiegten, eingefangen. Mit geschickten Händen und einem Hauch von Eleganz webte Silvestra die Duftstoffe in Abiens Nadeln und plötzlich erfüllte ein wärmender Duft den Winterwald. Es war, als ob die Natur selbst einen tiefen Atemzug genommen hätte. Abien fühlte sich von einer unsichtbaren Energie durchdrungen, während die Nadeln einen zauberhaften Duft verströmten. Doch Silvestra verlieh Abien nicht nur einen Duft, sondern auch weiße Wachsstreifen, die sich wie feine Spitzen über die Nadeln zogen. Diese eleganten Streifen glänzten im sanften Licht des Waldes wie Flügel von Schneeflocken. Die Verwandlung war vollbracht. Abien war nicht nur eine Tanne, sondern ein lebendiges Kunstwerk der Natur. Sie wird seit diesem Zeitpunkt auch Silbertanne genannt.
Die Nachricht von Aviens Metamorphose verbreitete sich wie ein leises Flüstern durch den Wald. Und bald strömten Menschen von nah und fern herbei, um die Schönheit der Weißtanne und ihren Duft zu bewundern. Avienne wurde durch ihre Anmut und Eleganz nicht nur zum stolzen Symbol der festlichen Jahreszeit, sondern auch zum Herzstück von Weihnachtsfesten in den Häusern der Menschen. So wurde die Weißtanne ein duftendes Meisterwerk der Geduld und Eleganz und der strahlende Mittelpunkt der festlichen Freude. Sie ist ein zeitloses Symbol, das die Herzen der Menschen mit Zauber und Wärme erfüllte. Ihr Duft und Glanz macht sie zum schönsten Weihnachtsbaum, der im Lichterglanz die Augen und Nasen der Großen und Kleinen erfreut. Mehr über die Wirkung und Anwendungsmöglichkeiten von ätherischen Ölen lernst du in unserer Aroma-Info-Akademie in Form von Präsenzkursen, aber auch von zu Hause aus in unseren Online-Kursen. Schau mal unter www.aromainfo.at. Weiter geht es nun mit einer Meditation zu Weißtannenöl. Begib dich in einen Raum der Stille, wo du von äußeren Ablenkungen ungestört sein kannst. Schalte dein Telefon aus. Setz dich bequem hin und schließe sanft deine Augen. Lass die Anspannung des Tages langsam von deinen Schultern gleiten und nimm dir einen Moment, um ganz bei dir selbst anzukommen. Stell dir vor, du befindest dich in einem malerischen Tannenwald. Der Boden ist mit einer sanften Schneedecke bedeckt und die klare Winterluft ist erfüllt von einem beruhigenden Duft, dem Duft der Weißtanne. Die majestätischen Bäume ragen hoch in den Himmel und ihre grünen Zweige tragen stolz die Last des frischen Schnees. Atme tief ein und aus und spüre, wie der Duft der Weißtanne mit jedem Atemzug in dich strömt. Diese Essenz der Geduld und Gelassenheit umhüllt dich wie ein unsichtbares Band. Die Weißtanne, stark und erhaben, lehrt uns, im gegenwärtigen Moment zu verweilen und die Dinge mit Gelassenheit zu betrachten. Betrachte die Weißtanne vor deinem inneren Auge. Ihre Zweige bewegen sich sanft im Wind. Und jede Nadel strahlt eine innere Ruhe aus. In diesem Wald der Gelassenheit spürst du, wie die Zeit verlangsamt wird und die Hektik des Alltags in den Hintergrund tritt. Die Weißtanne zeigt uns, dass wahre Gelassenheit im Akzeptieren des gegenwärtigen Augenblicks liegt
ohne von Sorgen um die Zukunft oder Bedauern über die Vergangenheit belastet zu sein. Lass diese Weisheit der Weißtanne in dich einfließen, während du weiterhin tief und ruhig atmest und den Augenblick genießt. Mit jedem Atemzug vertiefst du deine Verbindung mit der Gelassenheit der Weißtanne. Spüre, wie sich ein Gefühl von innerem Frieden und Ruhe in deinem gesamten Sein ausbreitet. Du bist eingebettet in die zeitlose Gelassenheit der Natur, die dir Kraft und Stabilität schenkt. Wenn du bereit bist, deine Augen zu öffnen, nimm die Gelassenheit der Weißtanne mit in deinen Alltag. Möge dieser Duft und die ruhige Energie dich begleiten, wenn du den Herausforderungen des Lebens mit einer gelassenen und ruhigen Haltung begegnest. Der Duft der Weißtanne erinnert dich daran, dass Gelassenheit in jedem Augenblick gefunden werden kann. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Ingrid Kahner von aromainfo.at. Kennst du übrigens unseren anderen Podcast Duft im Gespräch? Dort gibt es Interviews mit Experten und Expertinnen zu verschiedensten Themen rund um ätherische Öle.